Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 21. Oktober. Wir wollen uns wieder den Devisenmarkt näher betrachten und hierbei mal den US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken betrachten, den wir auch schon länger nicht mehr auf dem Schirm hatten. Dieses Währungspaar natürlich stark beeinflusst durch den Schweizer Franken. Wir sehen hier unten rechts im Wochenchart Intervall, diesen Ausverkauf vom 15.01. Keine Frage, große Tumulte, große Bewegungen, aber wir sehen auch, dass das Währungspaar sich im Anschluss an diesen Schock durchaus wieder an ja, den Mittelwert gewöhnt hat, beziehungsweise hier wieder zur Normalität zurückgefunden hat. Und wir sehen hier aktuell eine Abwärtsbewegung direkt vom Hochpunkt der Handelscrash-Woche ausgehend, hier im Wochenchart-Intervall ausgehend, dass das Währungspaar immer wieder hier grob oszillierte zwischen dieser Unterstützungszone 0,90. 80,091 auf der Südseite und hier oben hier diese Trendlinie doch das deckelnde Vehikel letztlich war. Was wir hier am Wochenchart aber auch sehen, ist eine kleine Unterstützungszone, die sich hier während der vergangenen Monate ausbildete, und genau diese ist es, die man hier ja durchaus spielen kann. Wir haben in der letzten Woche einen Test dieser Zone gesehen, und wenn wir diese aktuell laufende Handelswoche betrachten, dann sehen wir auch hier eine gewisse Gegenbewegung in diesem Bereich, und das stellen wir fest, wenn wir hier auf den Tagesschart schauen und hier eben auch die gestrige Bewegung betrachten. Und da sehen wir hier diese hammerartige Kerze, die hier doch schon ja, Momentum erwarten ließe. Also man sah hier sehr, sehr eindeutig am gestrigen Handelstag, dass hier diese Zone um 0,95 gekauft wurde. Und wenn wir hier im Tagesschart diese Zone noch ein Stück weit auseinandernehmen, dann sieht man hier diese Preis-Action, die hier seit Anfang des Jahres stattfand im Sinne einer Unterstützung, beziehungsweise hier im Februar sozusagen eine Konsolidierungszone, dann zweimal Unterstützung, drei, vier, fünfmal Unterstützung, dann Ausbruch, starker Abverkauf, hier nochmal die Bestätigung als Widerstand, dann sozusagen Rollenwechsel, und hier mit dem Ausbruch über diese Zone ging es dann wieder schön nach oben. Hier starker Ausverkauf im Sinne des Crashs vom August, Crash in Anführungszeichen, aber hier korrigierten die Märkte ja generell, und da geriet auch der US-Dollar unter Druck, und seither sahen wir hier wieder eine recht impulsive Erholungsbewegung, die aber wie gesagt an dieser Trendlinie auf Wochenbasis und hier dieser übergeordneten Trendlinie auf Tagesbasis stoppte. Nun sind wir wieder in diesem Bereich angekommen, und mit der gestrigen Hammerkerze, aktuell haben wir hier kurz nach dem European Opening eine Schwäche gesehen, die jetzt das Preisverhältnis wieder nach unten drückt, aber nichtsdestotrotz, diese Hammerkerze sieht schon mal ganz konstruktiv aus. Und wenn man das hier betrachtet, dann lässt das vermuten, dass wenn das Währungspaar hier den Drive bekommt, neues Hoch zu machen, hier über dem Hoch vom 19. Oktober, dann sind die Chancen hier durchaus gegeben, dass der Preis hier weiter nach oben drehen könnte. Also zumindest hier diese Trendlinie im Bereich 0,97 rund, schrägstrich noch darüber, 0,9750 ansteuert, gegebenenfalls dann sogar hier diese Preisspitzen von September attackiert. Diese Möglichkeit ist gegeben, aber dazu muss natürlich dieses Level hier verteidigt werden. Idealerweise gibt es hier keine Schlusspreise mehr unter der gestrigen Hammerkerze. Die lagen bei oder der Tiefstpreis lag hier bei 0,9493. Das Level sollte hier auf Tagesbasis insbesondere nicht unterschritten werden. Dann sieht es eigentlich ganz gut aus, dass das Währungspaar hier eine gewisse Erholung erfahren kann. Rein von der Wochentagsstatistik sieht es ohnehin gut aus. Im Global View sozusagen haben wir hier während des letzten Handelsjahres insbesondere einen sehr starken Montag. Dann sehen Sie hier generell die Tage relativ positiv bis auf den Freitag. Also insofern der Bias ganz gut. Die Saisonalität bläst hier in eine andere Richtung. Das muss man ganz klar auch sehen. Sie wissen, zum Ende des Jahres der US-Dollar generell eher schwach, konträr dazu der Euro stark. Dazu sei auch erwähnt, dass die Korrelation bei diesem Währungspaar zum Euro auch sehr stark ist. Also hier haben wir eine negative Korrelation vorliegen. Das heißt, steigt das eine, fällt das andere und umgekehrt. Und das ist auf jeden Fall eine Situation, die man hier bedenken sollte. Also wenn der Euro gerade morgen Obacht geben auf die EZB-Geschichte natürlich hier dynamisch durchstarten sollte, dann wäre es hier durchaus denkbar, dass der Preis dann mit großer Sicherheit beim US-Dollar Schweizer Franken nach unten abkippt. Umgekehrt der Fall, wenn der Euro in die Knie geht, dann dürfte hier daran der US-Dollar Schweizer Franken partizipieren. Das sieht also grundsätzlich ganz interessant aus. Was ich Ihnen diesmal auch noch zeigen will, ist heute zwar ein negatives Pattern beim US-Dollar-Schweizer Franken, also hier zu sehen, dass hier in 64% der Fälle 25 Mal, das ist ein Stück weit zu wenig, um ehrlich zu sein, um dieses Pattern hier als signifikant einzustufen, aber es folgten heute statistisch rein schwache Tage.
in diesem Währungspaar. Aber was hier interessanter ist, ist die ADX-Geschichte. Und ADX ist ja sozusagen eine Trendstärke-Indikation, die hier Hoch- und Tiefpunkte miteinander vergleicht und die Abstände entsprechend misst. Und wir sehen hier eine sehr, sehr starke Abwärtsbewegung der letzten Zeit. Ja, und jetzt sehen wir hier so eine gewisse Abschwächung des ADX und das hier über dem Extremwert von rund 60. Und das ist hier eine Indikation, die durchaus, also solche Preisspitzen wie hier zuletzt, diese Abwärtsbewegung im August, ja, da hatten wir auch einen relativ hohen Wert vom ADX, knapp über 60. Und Sie sahen, im Anschluss gab es eine dynamische Erholungsbewegung. Jetzt haben wir dieses Level hier sogar schon getoppt. Und das spricht eigentlich dafür, dass, wenn es jetzt hier zum Beispiel eben, und da kann man den Tagesschart nochmal sehr schön hernehmen, hier zu einem Hoch kommen sollte vom Montag. Also hier das Preislevel 0,7578 überwinden werden sollte, dann wäre das hier eine Indikation, dass der Startschuss für steigende Preise gegeben würde oder gegeben sein könnte. Also insofern schaut das mal ganz interessant an. US-Dollar, Schweizer Franken auf jeden Fall einen Blick wert. Im Intraday-Chart kann man auch hier kurzfristig die Bewegungspunkte der letzten Tage. Das ist eine flache Kurve, die wir hier sehen. Hier vom 19., vom Hoch des 19., vom Auftakt. Eine flache Abwärtstrendlinie einzeichnen, die hier sozusagen, wenn sie dann überwunden werden würde, eine Indikation wäre, um hier den Markt long zu handeln. Aber, ja, sehen wir hier die Schwäche. Es muss sich zeigen, dass hier der Druck nicht weiter an Fahrt gewinnt. Sollte nämlich der US-Dollar Schweizer Franken hier weiter in die Knie gehen, dann wäre das natürlich hier eine negative Indikation. Und insofern müsste man dann doch nochmals mit dem Test des Levels 0,95 rechnen. Es sollte, wie gesagt, nicht signifikant unter das gestrige Tief gehen. Je früher das Währungspaar jetzt dann dreht, desto besser für die Bullen, für die bullische Ansicht. Und insofern mal abwarten, was der Markt uns jetzt hier noch beschert. Morgen, wie gesagt, EZB-Tag, das dürfte dann hier 13 Uhr, Schrägstrich 14:30, 13:45 vielmehr zur Zinsbekanntgabe und dann 14:30 zur Pressekonferenz sicherlich viel, viel interessanter noch werden. Rechnen Sie da schon mal mit erhöhter Volatilität. Rein technisch, wie gesagt, wäre eine Bodenbildung möglich mit der Hammerkerze, mit dem heiß gefahrenen ADX. Und insofern sind hier durchaus Chancen gegeben. Letztlich liegt jede Entscheidung eines Handels bei Ihnen. Das ist natürlich das eigene Risiko, was Sie haben. Ich hoffe trotzdem, einen Einblick gegeben zu haben, was für Chancen es heute gibt. Unter anderem beim US-Dollar Schweizer Franken eben. Den Rest gibt es dann im Stream. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns nachher zum Webinar 15 bis 16 Uhr oder aber morgen zur täglichen Sendung wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.